Dieser Mann hatte doch, doch recht. Gott, Adrenochrom. Wir haben damals alle herzlich über ihn gelacht, aber vielleicht ist an der Geschichte, dass mächtige alte Leute das Blut junger Leute konsumieren, doch mehr dran als ursprünglich gedacht. Xavier's Story damals, die Eliten entführen Kinder, zapfen ihnen das Blut ab und konsumieren es, um ewig jung zu bleiben. Die eine Seite sagt nun also, in Hollywood im Weißen Haus und so weiter werden Kinder gegessen. Die andere Seite sagt, das sei alles geschwurbel und vielleicht sogar antisemitisch. Ein ganz typischer antisemitischer Verschwörungsmythos ist die sogenannte Ritualmordlegende, dass Jüdinnen und Juden christliche Jungen ermordet und deren Blut getrunken hätten. Wir können also auf unseren Bingo-Zettel schreiben: Juden ermorden Kinder. Heute findet man sowas zum Beispiel in der Ideologie, die hinter der Verschwörungssekte QAnon steckt. Deren AnhängerInnen glauben, dass eine geheime Elite, da haben wir sie wieder, Kinder entführt und missbraucht, um aus deren Blut den Stoff Adrenochrom zu gewinnen. Mir, wie vermutlich vielen anderen, war natürlich klar, Reiche Leute machen eine Menge ethisch fragwürdige Sachen, aber Kinder in irgendwelche geheimen Tunnelsysteme entführen, um sie da dann zu quälen und zu essen und alle schweigen. Zeit für einen Faktencheck. Oh boy, vielleicht kann man mit etwas Dialektik rausfinden, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ja, nicht genau die Mitte, aber vielleicht ist an beiden Seiten ein bisschen was dran. Im deutschsprachigen Raum verbindet man diese Geschichten ziemlich eng mit Xavier Naidu, weil er wahrscheinlich der bekannteste, prominenteste Mensch war, der da öffentlich drüber geredet hat und es gab daraufhin ja auch einige Leute, die ihn verarscht haben dafür. Für die meisten war es vermutlich neben lustig auch noch ein bisschen erschreckend und man fragt sich, wie er auf sowas kommt, was er da gesehen haben muss und in was für ein Kaninchenbau er da eingedrungen ist. Die ganze Geschichte klang so absurd, dass man wusste, Xavier Naidu hat da eine Psychose. Andere Künstler oder YouTuber haben sich dann darüber lustig gemacht. Schön, dass ich hier sein kann bei der Bild. Wo ist das Kinderblut? <laughs> xavier felix und leon ernähren sich von kinderblut. Oh. etwa zur gleichen zeit gab es in amerika aber auch beiträge dazu von alex jones. vampires this, who did all this to, reportedly literally in der türkei sogar im fernsehen die heutigen nachrichten werden sie erschüttern. bei ellen degeneres war sandra bullock ellen fragt sie wie schaffst du es so elegant auszusehen. Es ist eine Extraktion aus Vorhaut von einem koreanischen Baby. Der ehemalige Außenminister, der englische König, hier der Papst, sogar er hat es verwendet. Bei allen werden Sie auf einigen Archivbildern von Zeit zu Zeit blaue Flecken erkennen. Grüße aus dem Schnitt. Hier war eigentlich ein Bild, das kann ich hier wahrscheinlich nicht zeigen, weil das Ganze zu YouTube geht. Der Mann im Fernsehen hat dort ein Baby mit blauen Augen gezeigt. Ist nur ein Foto. Man weiß auch nicht, warum es blaue Augen hat oder ob es bearbeitet ist, aber YouTube ist da sehr streng. Stellt euch einfach vor, dieses Pandabärchen, da ist ein Babygesicht. Ihr findet den Beitrag vielleicht auch so, wenn es euch so brennt interessiert. Warum auch immer. Tschüss. Wissen Sie, wie viele Kinder auf der ganzen Welt verschwinden? 2500. Jeden Tag. Und es gibt Organisationen, die diese Kinder foltern. Und im Augenblick des Todes. Das Blut entnehmen und das Hormon den Reichen verkaufen. Ich habe daraufhin den Originalbeitrag rausgesucht und zwei Türken meines Vertrauens geschickt. Sie gefragt, ob es diesen Sender gibt, ob das korrekt übersetzt ist und sie haben mir beide bestätigt, unabhängig voneinander. Ja, den Sender gibt's. Der Mann hat das auch alles so gesagt in dem Fernsehstudio. Das ist schon korrekt übersetzt, inhaltlich. Nun ja, gehen wir rein. Diese alten reichen Prominenten haben hin und wieder mal ein blaues Auge. Dieses Baby auch. Ich schwöre, die Bilder sind auch alle nicht bearbeitet. Und es ist ja eindeutig, die haben von diesem Baby das Adrenochrom geklaut und sich das dann selber reingezogen. Und deswegen zeigen die die gleichen Krankheitssymptome. Also, ich bin kein Arzt, aber dass der, dem das Blut entnommen wird und der, der es sich hinterher injiziert, dass die genau die gleichen Symptome zeigen, klingt ein bisschen seltsam, aber wie gesagt, ich bin kein Arzt. Guck mal, die dunklen Ringe hier unter den Augen. Der Crimson Ghost nimmt Adrenochrom? Nee. Ellen fragt sie, wie schaffst du es, so elegant auszusehen? Und wie alt du schon bist? Um die fünfzig. Nun ja, das sind alles reiche Prominente. Die können sich vermutlich das gesündeste Essen leisten, die können Wellness machen, so oft und so gut sie wollen, sie haben Visagisten, sie können sich Schönheits-OPs leisten und so weiter. Breaking News: Hollywood-Schauspieler sind reich und legen sich unter's Messer, um hübscher auszusehen. Aber nicht nur die trinken Kinderblut, auch Leute wie Prinz Philip, die Queen oder der Papst. Der Papst, sogar er hat es verwendet. Wow, sehen die alle jung aus, der Papst und Prinz Philip. Guckt sie euch an. Hätten Sie gedacht, dass diese Personen schon über 90 sind? Well ja, in dem Beitrag wurde der aktuelle Papst gezeigt, seinem Vorgänger Palpatine wurden natürlich ähnliche Dinge vorgeworfen. Der Beitrag ist übrigens von 2020, wo uns gesagt wurde, dass diese alten Leute sich ewiges Leben verschaffen. Zwei Jahre später, 2022, sind Josef Ratzinger, Prinz Philipp und die Queen gestorben. Nicht so gut gealtert. Also der Beitrag. Naja, vielleicht war Lieferengpass für Kinderblut und deswegen ist es. Also die sind ja auch ziemlich nah aneinander, ne? Vielleicht war 22 halt ein schwieriges Jahr für Kinderblut. Könnte ja sein. Ich habe in der Recherche sogar einen Artikel dazu gefunden, dass in manchen Teilen des Internets darüber spekuliert wurde, ob Prinz Philip eventuell durch die Impfung Adrenochrom oder einen Satansfluch verstorben sein könnte. Mit 99. Der dazugehörigen Queen wurden übrigens nebenunterstellung, sie könnte eventuell eine Echse sein. Natürlich. Natürlich auch solche Dinge unterstellt und, well, alle tot inzwischen. Die Medienberichte dazu sind immer so geil, dieser 99-jährige Mann ist gestorben und diese 96 Jahre alte Frau, was könnte nur die Todesursache sein? Die sind Mitte, Ende 90. Das machen die manchmal, dass die dann einfach... Also 99 Jahre und ihr fragt euch, was könnte wohl die Todesursache sein? For real? Irgendwie auch auf eine Weise witzig, dass für Leute, die sonst gerne Lügenpresse rufen, ein ihnen bisher unbekannter türkischer Fernsehsender dann plötzlich eine seriöse Quelle ist. Das ist dann keine Lügenpresse. Also, ich weiß, auch in unseren Qualitätsmedien, in ZDF und Spiegel und so, steht auch mal Blödsinn drin. Das stimmt, ja, aber sind RT, TGRT, Bild, TV und Co. in irgendeiner Weise besser? Den glaubt ihr? Seid ihr irgendwie dumm oder so? Also... Als ob da jetzt plötzlich die Wahrheit gesendet wird. Aber ja gut, es soll ja auch Leute geben, die denken, Donald Trump sei eine Alternative zum Establishment. Dieser Immobilienhai, dem Halb New York gehört und der durch alle Medien tingelt, der ist nicht Mainstream, der kämpft gegen den Mainstream. Der von einer der zwei größten Parteien aufgestellte Kandidat, der ist äh, nicht Teil des Establishments. Okay. Aber auch hier bei dem TGRT-Beitrag ist es ähnlich wie bei Xavier oder Alex Jones. Vieles ist polemischer Unsinn, aber es ist leider doch... Ein Fünkchen Wahrheit mit dabei und einfach komplett über alles zu lachen, was da gesagt wird, wird der ganzen Sache auch nicht gerecht. Zu dem Teil mit Sandra Bullock kommen wir noch später. Aber erstmal die obligatorische Distanzierung. Bei die da oben im Beitrag über Antisemitismus kam natürlich auch Adrenochrom vor in Verbindung mit dieser Ritualmordlegende, weil es eine uralte Legende darüber gibt, dass Juden das Blut von christlichen Kindern trinken. Diese Verbindung ist natürlich komplett Hanebüchen. Juden trinken natürlich nicht alle. Kinderblut und es gibt auch Leute, die Kinderblut trinken, ohne Jude zu sein. Das geht. Warte, was? <laughs> die Verbindung zwischen Kinderblut konsumieren und Judentum ist also komplett hinfällig und bescheuert. Weitere Bekanntheit hat Adrenochrom im Film Fear and Loathing in Las Vegas bekommen. Aber wer das als Reportage wahrnimmt oder als seriöse Quelle, der hat sie halt auch nicht mehr alle. Mich hat es dann aber doch interessiert, was Adrenochrom eigentlich ist und was es macht, wo es herkommt. Also habe ich einen Biologiedoktor meines Vertrauens gefragt und die Antwort erhalten, dass man das auch einfach chemisch herstellen kann. Man kann das synthetisieren, so wie andere eigentlich körpereigene Stoffe. Bekanntestes Beispiel vermutlich Insulin. Das produziert der Körper eigentlich auch selber. Allerdings müssen Diabetiker sich das spritzen, deswegen stellt man das mit Hilfe von Pilzen im Labor her. Ähnlich geht das bei Adrenochrom auch. Im Gegensatz zu Insulin hat man allerdings noch nicht wirklich herausgefunden, was man damit besonderes anstellen kann. Insulin weiß man ja, damit kann man Diabetiker ziemlich gut therapieren. Das hat schon einen sinnvollen Gebrauch. Adrenochrom hat immer wieder irgendwelche Mythen drumherum, aber ist halt ein Bestandteil im Blut. Davon aber jetzt ein bisschen mehr zu haben oder so, hat... Wahrscheinlich noch nicht besonderen Sinn ergeben, aber man kann es online kaufen, wenn man möchte. Also, wenn ihr Interesse habt an im Labor hergestellten Adrenochrom, es gibt da Internetseiten, ich kann euch welche verlinken dann. Weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr das essen oder so. Auf eigene Gefahr. Ich empfehle nichts davon. Link ist unten. Ist kein Rafflink. Ich weiß nicht, ob man mit denen irgendein programme eingehen kann. Aber wenn ihr Interesse an Adrenochrom habt, das ist jetzt nicht so schwer zu kaufen. Man muss dafür kein Kind entführen. Also Adrenochrom macht nichts. Es kann aus dem Labor kommen. Wer das behauptet, dass es irgendwas macht, ist vermutlich ein Antisemit wegen dieser alten Ritualmordlegende und das ganze Verjüngen mit jungem Blut ist ein einziges Märchen und kompletter Kokoloris und das macht doch keiner wirklich. Richtig? Falsch. Leider ist auch der Vampir ein gerne genutztes antisemitisches Bild. Aber wenn wir uns mal überlegen, was ist denn ein Vampir eigentlich? In so ziemlich allen Geschichten, außer irgendeinem popkulturellen Quatsch mit Glitzervampiren, sind Vampire Grafen. Also mächtig, reich, adelig und alt. Egal ob in Cartoons, Horrorfilmen oder Musik, es ist eigentlich immer das gleiche Bild, was vermutlich auf Vlad the Imp Aller zurückgeht. Das ist Imp Allah! In weiblicher Form manchmal auch Elizabeth Barthory. Die haben die gleiche Vision verfolgt, mit dem Blut junger Leute länger zu leben. Ob sie jetzt das Blut getrunken haben oder darin gebadet haben, spielt dabei erstmal keine Rolle. Sie haben jedenfalls. Sich irgendwie mit diesem Blut beschmiert, sich reingelegt, es getrunken, irgendwie sowas, aber das Bild war immer das gleiche. Man nimmt irgendeine sehr junge Person, gerne auch mal eine Jungfrau, zapft er das Blut ab, verleibt sich das ein und hofft, dadurch länger leben zu können. Soweit zu Mythen und Mystik, aber wie sieht's denn in der Realität aus? Manchmal braucht es ja gar keine Zaubererklärung mit Märchenwesen. Vielleicht ist es wie bei Iron Man oder Batman, dass die realistischste Superkraft einfach ganz unspektakulär viel Geld ist. Kapitalismus. Zurück zur Anfangsfrage. Muss man überhaupt junge Leute entführen, um an deren Blut zu kommen? Natürlich nicht. Das Einzige, was ihr braucht, ist das hier. Einfach sehr viel davon. Hier. Vielleicht ein bisschen mehr. Menschen verkaufen teilweise ihre Niere für Geld. Da ist so ein halber Liter Blut quasi gar nichts. Es gibt in Amerika sogar Firmen wie das Startup Ambrosia, was eine Bluttransfusion für läppische 8000 Dollar verkauft. Natürlich keine Kassenleistung, ist ja Amerika. Amerika! Jedenfalls gibt es Firmen in Amerika, die das anbieten. Ich habe das ganze bisher noch nicht über mich ergehen lassen. Ich weiß auch nicht, wie oft man da wiederkommen muss, aber 8000 Dollar ist schon eine Stange Geld, besonders wenn man das regelmäßig braucht. Mäßig, aber regelmäßig. Das einzige, was man dazu braucht, dass dieses System funktioniert, ist also eine große Schere zwischen arm und reich. Einmal reiche Leute, die keinen Bock darauf haben, irgendwann drauf zu gehen oder Alterssymptome zu bekommen und junge arme Menschen, die für ein bisschen Geld halt eine Menge über sich ergehen lassen. Here comes the money. Hübsche junge Leute haben eigentlich nicht so Bock, sich von alten Säcken stechen zu lassen, aber haben auch keinen Bock in Armut zu leben. Also finden wir doch einen Kompromiss. Reicher alter Sack empowert jungen Menschen mit Geldschein, junger Mensch empowert im Gegenzug reichen alten Sack mit Lebenssaft. Hurra, der Markt hat geregelt. Respekt vor Leistung und Eigentum. Ähnlich wie bei Prostitution eigentlich. Man braucht also nur ein Land ohne vernünftiges Sozialsystem, was junge Menschen vor die Wahl stellt, entweder auf der Straße in irgendeiner Skid Row zu wohnen, oder irgendwie an Geld zu kommen. Und Jobs, die nicht genug Kohle abwerfen, um damit alle seine Kosten zu decken und damit über die Runden zu kommen, dass man noch so ein bisschen Geld irgendwie nebenbei verdienen muss. Es gibt zu dem Thema auch ein Video vom sehr guten YouTube-Kanal BoyBoy. Die sind tatsächlich sogar zu so einer Blutbank hingefahren und haben die Leute, die dort ihr Blut verkaufen, mal interviewt, warum die das denn machen. It helps pay off some bills. Everything's so expensive here. So like the food has gone up, the prices, the gas. And obviously if you're rich, you don't need to do it, but. Yeah, yeah, right, yeah. But you know, it's good for people who are trying to make ends meet. And a lot of soldiers do it too. Like around military bases. Yeah. They have plasma centers because the soldiers don't make enough in the army. Link in der Beschreibung, guckt es euch an, wenn ihr Englisch könnt, ist gut. Hierzulande habt ihr sicher auch mal mitbekommen, dass man auch Blut spenden und dafür eine kleine Entschädigung bekommen kann. Also nicht nur ein Essen, sondern vielleicht irgendwie 20, 25 Euro oder sowas. Allerdings gehen hier die Blutkonserven in der Regel an Krankenhäuser. Im Land of the Free natürlich auch. Also es geht auch an Krankenhäuser. Aber wenn ein hippes junges Startup dazwischen kommt und und sagt, oh, die Krankenhäuser geben euch so viel Geld? Make it double! Und dann gebt ihr uns aber dafür das Premium-Blut. Ne? Das von den jungen Leuten. Wir möchten bitte nur von den 18-Jährigen kaufen. Dann kriegen die natürlich auch ein paar Beutel von den premium von den besonders jungen Leuten ab. Soweit ich weiß, sitzen die meisten dieser Young-Blood-Firmen in den USA, aber... Für reiche Leute ist so ein Flugticket und ein Hotel ja auch nicht das größte Hindernis. Der biologische bzw. medizinische Unterbau für das Ganze geht auf Versuche mit Mäusen zurück. Dazu gibt es auch auf Deutsch schon Beiträge, beispielsweise im SWR. Man hat im Labor von jungen Mäusen Blut abgenommen, älteren Mäusen injiziert und diese älteren Mäuse haben dann tatsächlich Verjüngungssymptome gezeigt. Der Organismus von Mäusen ist allerdings wesentlich simpler als der von Menschen. Die sind ja auch deutlich kleiner, haben dadurch... Deutlich weniger Blut. Ich meine, so ein Mensch, der hat irgendwie sieben Liter oder sowas. Und man kann nicht unbedingt bei einem Menschen das komplette Blut rausnehmen und äh, einfach austauschen. Also, man kann es da im Grunde nur verdünnen. Bei den Mäusen geht das ein bisschen besser. Dann hat er da teilweise in irgendwelchen Experimenten noch zwei Mäuse aneinander genäht. Die haben zwei Mäuse zusammengenäht? Ja, eine alte und eine junge Maus. Welchen Teil und welchen Teil? Naja, irgendwie das, ist das Blut von der einen in die andere. Im Beitrag von SWR kann man natürlich auch Kommentare lesen von Adrenochrom lässt grüßen, Adrenochrom ist Realität und so weiter. Es ist in dem Fall nicht Adrenochrom, es ist Blutprotein. Aber man nimmt Blut von jungen Menschen oder Mäusen, injiziert es in ältere und konnte zumindest bei den Mäusen einen Effekt feststellen. Ob das bei Menschen auch geht, ist fraglich, aber... Wird sich in Zukunft dann zeigen, ob an Altersschwäche sterben so ein Ding für uns 99% ist, während Milliardäre sich literally dadurch jung halten, das Blut von armen Leuten zu konsumieren. Glorreiche Zukunft. Apropos Milliardäre, die junges Blut konsumieren. Diesen Mann kennt ihr vielleicht, das ist Peter Thiel, der Geschäftspartner von Elon Musk. Wie Elon Musk auch alt, reich. Und gut vernetzt und hat großes Interesse an jungem Blut und Transfusionen. Also der hat vielleicht auf den Part mit dem Altsein nicht so Bock. Den Rest will er wahrscheinlich gerne behalten. Aber Altsein, irgendwann sterben, doof, oder? Hier kommt auch ein weiterer Multimillionär ins Spiel. Und zwar Brian Johnson. Sein Vermögen wird ungefähr auf 400 Millionen Dollar geschätzt. Der injiziert sich das Blut seines eigenen Sohnes. Der hat auch einen YouTube-Kanal, wo er das alles offenlegt, was er so macht und wie er seine Alterung zurücksetzen möchte oder sogar ähm, ja zurückdrehen, um wieder 18 zu werden. Der probiert auch irgendwelche Stammzellen aus und so weiter. Also sein Lebensmotto ist gerade einfach nie zu sterben und eventuell für immer jung und agil zu bleiben. Er sagt das natürlich, dass er so ein Philanthrop ist und das für die Menschheit macht, dass er für die Forschung das alles macht. Weiß man jetzt nicht, wie viel Teil Forschung ist und wie viel seine eigene Angst vorm Sterben ist, aber jedenfalls hat er einen Kanal, wo man seine Reise beobachten kann. Der Typ geht relativ offen damit um, auch wie teuer das alles ist, was er so macht. Man weiß es aber natürlich nicht bei jedem. Welcher Superreiche nun genau Kunde bei so einer Bluttransfusionsfirma ist, wird vermutlich ähnlich geheim bleiben, wie wer von Ihnen mal Inselurlaub bei seinem Kumpel Jeffrey gemacht hat um da auf eine andere Art Jugend zu konsumieren. Fakt ist jedenfalls, es gibt solche Firmen und es gibt Leute, die das versuchen. Es ist anscheinend relativ teuer und es kann sich nicht jeder leisten. Unser Eins wird vermutlich einfach irgendwann an Altersschwäche sterben. Oder wir wählen einfach alle diese Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Dann wird das vielleicht auch einfach von der AOK bezahlt oder so. Und ihr könnt einfach alle einmal im Monat irgendwo hingehen und euch ein bisschen... Aus dem Labor gezüchtetes junges Blut reinballern und dann werdet ihr alle 500 Jahre alt und könnt die Folgen des Klimawandels live miterleben oder irgendwie sowas. Bist du 500 Jahre alt in einem Körper von einem 18-Jährigen, aber dann sagt die Natur einfach: Na, Tsunami. Buch. Es geht aber auch nicht nur um ewige Jugend und körperliche Fitness, es geht auch darum, einfach jung auszusehen. Und damit zu dem Clip, der auch im türkischen Fernsehen gezeigt wurde, von Sandra Bullock. Im Zeitraum zwischen 2018 und 2020 ging oft ein Video durch die Medien und die sozialen Medien von Sandra Bullock, die bei Ellen DeGeneres zu Gast war und folgendes erzählt hat. Okay, let's talk yes. about this facial that you're obsessed with. Well, it's this, this way in which um, one forces uh, through microneedling. Um, it's like a little roller with these. Some of you, I, mean, I think many of you know it. And It pushes through the skin and ruptures the collagen and then boosts it. You look like a burn victim for a day, but then, it's, but then it pushes. A what are you pushing into the skin? It is uh, an extraction from a, um, a, a, um, a piece of skin uh, that came from a young person um, far, far away. And they somehow figured out how to extract its foreskin from a Korean baby. I call it the penis facial. Sandra Bullock nennt es Penis Facial, manche nennen es auch EGF Facial. EGF für Epidermal Growth Factor. Jonathan In dem Video von Boy Boy, was ich vorhin schon erwähnt habe, fliegt einer der beiden sogar zu so einer Gesichtsbehandlung und lässt sich auch diese Nadeln ins Gesicht stecken, so wie Sandra Bullock. Und es klingt natürlich komisch, dass man sagt, die kriegt Vorhäute von koreanischen Babys ins Gesicht. Das war ja auch das, was der Typ da im türkischen Fernsehen so skandalös fand. Kommen wir zu den Fakten. Tatsächlich kann man solche EGF-Facials machen. Oft wird das in Korea gemacht. Die haben eh gerade einen sehr großen, boomenden Markt für Schönheitsoperationen. Natürlich in Südkorea. Die haben auch gute Connections mit den Amerikanern. Das heißt, da kann man dann gut hin und her fliegen. Es gibt auch einige Europäer, die gerne nach Südkorea fliegen, um da... Sowas über sich ergehen zu lassen. Jedenfalls Südkorea ist einer der Top-Standorte für Schönheitschirurgie. Aber wie läuft jetzt genau dieses Penis-Facial ab? Ich erkläre euch grob den Ablauf für Dummies. Also man hat dieses EGF-Serum, was man aus der Vorhaut von kleinen Kindern gewonnen hat. Dann trägt man bei den prominenten Gästen, die vorbeikommen, beispielsweise Sandra Bullock, die oberste Hautschicht ab. Mechanisch, also man schmürgelt der ja wirklich das Gesicht runter, schmiert da dieses Serum drauf. Und piekst mit ganz vielen kleinen Nadeln da rein. Microneedling. Dadurch gibt es überall kleine Verletzungen, da zieht das dann ein. Und am Ende kühlt man das Ganze, weil das komplette Gesicht natürlich verletzt ist. Wenn das Ganze nicht medizinisch genug ist, educate yourself. Aber was ist denn dieses Serum? Also, dabei geht es um Fibroblasten. Das sind teilungsaktive Zellen des Bindegewebes. Die sind verantwortlich für Regeneration, Verjüngung. Das braucht man zum Beispiel, wenn man sich mal verbrannt hat oder sowas und. Ne, der Körper das dann regeneriert, dass da wieder normale Haut entsteht. Diese Fibroblasten kann man auch aus der Haut von Menschen gewinnen und dann anderen Menschen einsetzen. Und besonders gerne dafür nimmt man Vorhaut von kleinen koreanischen Jungs. Das Ganze hat zwei Gründe. Erstens hat die Vorhaut von Neugeborenen besonders viele Fibroblasten. Hier könnt ihr noch eine Menge lernen auf diesem Kanal. Zweitens schmeißt man die eh weg. Hier ist meine Karte, Beschneidung von Jungs weltweit. Ihr seht, Südkorea mit einem kleinen Pfeil gekennzeichnet. Über 80% der Jungs dort werden beschnitten. Man schmeißt die Vorhaut sonst Müll. das heißt, die haben containerweise Vorhäute von Neugeborenen rumliegen. Deswegen kann man die ja auch noch irgendwie verwenden, Upcycling, ne? Nachhaltig. Der Typ aus dem türkischen Fernsehen hat es ja quasi so hingestellt, als hätte man die Kinder dafür entführt oder so, aber. Wie gesagt, guckt euch die Karte an. Man muss Kinder nicht entführen, um sie beschneiden zu lassen. Die Eltern bringen die in der Regel selbst dorthin. Und dann kommen da ein, zwei Eltern hin, bringen so ein Baby mit und sagen, da unten ist so, könnt ihr das mal abschneiden? Und der Arzt sagt, ja klar, aber wenn ähm, ich, ich das schon abschneiden? kann ich nur noch benutzen, oder? Ja, danke, ich mache das mal hier in so ein Tütchen. Sandra Bullock möchte das ins Gesicht kriegen. Wir leben in einer verrückten Welt. Tatsächlich bräuchte man inzwischen gar nicht mehr direkt diese Vorhäute, sondern kann das auch isolieren und das dann synthetisieren, aber am Anfang war es die Babyvorhaut und inzwischen, äh, wer weiß. Tatsächlich ist es aber relativ gängig in der Medizin, dass man andere Biologiker, wie zum Beispiel für Autoimmunerkrankungen, auch mal aus Mäusen oder Hamstern genommen hat. Also den nimmt man Stammzellen ab und macht dann Medikament raus, kann das dann danach aber auch synthetisieren, ohne jedes Mal einen neuen Hamster zu schreddern. Das ist durchaus ein strittiges Thema in der Ethik, aber es ist jetzt kein institutionelles oder rituelles Morden oder Verstümmeln von Kindern. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen. Es ist nicht so, dass sowas überhaupt nicht gemacht wird, aber es ist auch nicht so, dass man ein Kind gewaltsam entführen muss dafür. Und wenn man sich fragt, warum immer noch regelmäßig Kinder entführt werden, dann das ist es vermutlich eher aus solchen Gründen. Jeffrey. Jeffrey Epstein. Was es allerdings auch gibt, ist das sogenannte Vampire-Facial da dürfen die Babys ihre Vorhäute behalten, da kommt man da einfach nur alleine hin, lässt sich eigenes Blut abnehmen, das wird dann in eine Zentrifuge gepackt und dann kann man das Blut in seine Einzelteile zerhacken und dann nimmt man das Blutserum, also es ist quasi nur das Beste aus dem eigenen Blut. Das eigene Blut regeneriert man ja eh wieder mit der Zeit und dann kriegt man auch äh, ne? Gesicht abgetragen und Microneedling, aber das Serum, was man da drauf schmiert, ist einfach nur das Serum aus dem eigenen Blut und nicht aus dem von Vorhäuten von Babys. Man hat es vielleicht auch schon mal gehört, im Radsport gab es das ja auch, dass Leute sich eigenes Blut abnehmen lassen und sich das dann heimlich injizieren lassen, um ein bisschen besseres Blut zu haben, wenn es am nächsten Tag direkt wieder auf die Piste geht. Ist übrigens alles nicht neu, aber natürlich geht es wieder ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit. Also Sandra Bullock war beispielsweise ja 2018 dort oder... Dieses Ambrosia-Startup 2020 war eh eine wilde Zeit, da wurde dann über viel in der Richtung berichtet und auch nicht immer so ganz sachlich, teilweise auch von Leuten wie Xavier. Dann führt das natürlich auch zu Gegenreaktionen, wie Leute direkt sagen, na, alles Quatsch, da ist überhaupt nichts dran, niemand würde je auf so eine Idee kommen. Und wie so oft gibt es dann doch irgendwie einen wahren Kern dabei. Fazit, die Geschichten von wegen Leute mit einer bestimmten Religion würden Kinder entführen und in Tunnel bringen ist natürlich komplett übertrieben und Quatsch. Allerdings reiche Leute, die so ziemlich alles erreicht haben in ihrem Leben, aber diese eine Sache nicht verhindern können, nämlich das eigene Altern und dann auch mit irgendwelchen Operationen oder mit irgendwelchen Verjüngungskuren versuchen dagegen anzugehen, können trotzdem diese eine letzte Kränkung oder Demütigung nicht überwinden und selbstverständlich gibt es dann einige von denen, die irgendwie versuchen, da doch noch drum zu kommen. Das ist ja auch kein neues Phänomen, dass reiche, mächtige Leute doch nicht abtreten wollen und wirklich alles versuchen, was sie machen können. Und wenn das dann heißt, dass man sich irgendeine Vorhaut injiziert oder dass man sich einfach einen halben Liter Blut von irgendeinem jüngeren Menschen injiziert, obwohl man gar keine richtige Krankheit hat, sondern einfach nur alt ist und ...irgendwann vielleicht mit dem Alter ein bisschen gebrechlich wird oder vielleicht auch irgendwann mal den Löffel abgeben muss und das aber vielleicht noch nicht so ganz möchte, natürlich gibt es dann einige Leute, die sowas machen werden und dein Geld kannst du nicht mit ins Grab nehmen, wenn du Multimillionär bist und denkst, ja, aber also ich habe jetzt dieses ganze Geld, aber nur noch ein Jahr kann ich nicht ganz viele Jahre und nur noch ein Geld haben, dann werden Leute das versuchen, ob es funktioniert... Wird sich mit der Zeit erst zeigen. So lange gibt es ja noch nicht diese Startups und Leute, die das konsumieren. Aber vielleicht können wir uns gemeinsam auf eine Zukunft freuen, wo wir normale Bevölkerung die unteren 99% besagten Löffel abgeben und ihn dann abgeben an irgendeinen reichen alten Sack, der das vielleicht geerbt hat. Es ist fair. Die Welt ist super. Alles ist prima hier. Gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich habe einen Termin. Ich gehe Blut spenden. Also ich meine, ich habe eigentlich keinen Bock auf Blutspenden, aber ey, 20 Euro sind 20 Euro. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis du bist der Beste.